So. Ja, ich hol dir doch einfach so eine halbe Stufe raus und dann kannst du ja wieder da hinsetzen. Das geht doch. Ja, das war jetzt nicht so schlau, die zu nehmen, wenn da hinten die Treppe ist. Weil dann muss halt hier auch wieder ordentlich aussehen, Was ist ne? das denn jetzt hier schon wieder? Ich glaube, der schreibt mich hier noch die ganze Zeit weiter an und dann swappt das immer raus. Das ist echt doof. Ich habe ihm schon geschrieben, dass er gerade nicht mehr schreiben soll. Aber... Ja. So. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, aber. Installation wird vorbereitet. Was ist hier los? Was für eine Installation? Also irgendwas installiert sich jetzt gerade im Hintergrund und das schmeißt mich hier immer wieder aus dem Bildschirm raus. Tut mir leid, Leute. Doof. Da schon wieder. Was ist das denn? Ach so, warte mal, ich überlege gerade, ob wir das überhaupt machen müssen. Was denn? Und zwar haben wir die Decke und so hier alles nur aus Klinis. Ja. Und der Boden, der wird ja hinterher Ja rausgerissen. eben, ich weiß ja auch gar nicht, was du da gerade versuchst. Wolltest du jetzt den Boden ersetzen oder was? Ja. Nee, nee, brauchst du nicht. Das hatte ich auch extra nicht gemacht. Da hat sich gerade ein Nvidia-Treiber im Hintergrund noch installiert. Der Physics-Treiber. Keine Ahnung, scheint wohl irgendein Update gegeben zu haben. Naja, gut. So, hier machen wir dann die Stufen rein. Ja, haben wir jetzt nochmal 60 Stufen drin. Na, egal. Ja, jetzt braucht meine kleine Voltra hier erstmal Pflastersteine ohne Ende. Repsalien, wo haben wir das? So, ich mach dann mal wieder Truhen. Für Ein unten. Steak. Darf ich mir einen Apfel nehmen? Also ein Apfel. Schön, dass wir drüber gesprochen haben, ne? Ja. Bro. Als Episode Bro, so. So. 19 Truhen reichen, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ich glaube, das Wir war haben irgendwas mit Doppelte gehabt, 20 oder so. Ja, 12, ja. ne? 12 Doppelte haben wir, glaube ich, War das gehabt. nicht 11 Doppelte? Ich mache jetzt mal 22 Stück. Wenn das nicht reicht, dann kann ich ja immer noch ersetzen. Ach, Schilder brauchen wir auch noch. Ja. Hä? War das so richtig? Ja, war so richtig. Ja, cool. Top, top. Plop, plop. Plop, plop. Plop, plop. Nein! Es gibt wahrscheinlich, oh, es waren doch mehr. Ich glaube, das waren 22, ab einer gewissen Anzahl, die wir sowieso schon hatten. Ach ja, wir hatten doch noch 12 gehabt, wo wir schon ein paar hatten. Da sollte ich ja noch nachzählen, wie Ja. viele noch fehlen. Ich mache jetzt einfach nochmal ein paar. Was meinst du? Warte. Das ist Okay, vier werden nicht reichen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Müssen 5 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Fünf Doppeltruhen. 1, 2. 3, 4, 5 müssen es sein, ja. Okay, ich mache jetzt, ich habe jetzt 12 Truhen. Wenn was zu viel ist, haben wir halt noch ein paar übrig. Ist ja auch nicht schlimm. Zwei übrig. Ja, gut. Aber sieht richtig schick aus mittlerweile. Ja, das hat echt was. Das ist ja, das nenne ich mal einen schicken Truhenkeller. Ja, dann können wir jetzt echt schon fast für jedes Material eine Kiste benutzen. Schilder brauchen wir jetzt noch. Und dann bauen wir erstmal nur da Schilder dran, wo wir auch was reinpacken. Oder? Was meinst du? Ja, würde ich sagen. Gut. Dann mache ich noch ein paar Schilder. Oder machst du Schilder? Kann ich auch machen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Also ich würde auf jeden Fall schon mal die Pflastersteine von den normalen Steinen trennen. Ja, würde ich sagen. So.
Hops. Und dann haben wir hier oben Pflastersteine. Dann. Wie viele Schilder brauchen wir denn? Mach erstmal nur ein paar, also so 5, 6 Stück oder so. So, Pflastersteine. Und die Steine setzen wir dann eine Etage drunter. Also 6 Schilder habe ich Steine. Jetzt mal. Was wollte ich denn machen? Schilder. Na, irgendwas. Ah ja. Ja. So. Holz und Bretter auch trennen, ja, ne? Ja, würde ich sagen. Jetzt können wir das doch. Ja. Auch die verschiedenen Bretterarten trennen? Können wir machen. Das mal auf dem einen Eichen und dann Birke und so. Genau. Weil genau. Bretter kann sich hier auch schnell sammeln, ne? Ja. Dann nennen wir das hier oben erstmal Eichenholzbretter. Das sind so diese Standardbretter. Davon haben wir auch am meisten durch die Mine. Hä? Eichenholzbretter. So, dann haben wir hier Erde. Ja, Holz packen wir dann irgendwo nach unten, ne? Hier. Hier ist Eichenholz. Eichenholz? Links in der Truhe, ja. Eichenholz, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen weg. Gerade mein Ohr gejuckt. Hier, immer linksbündig, ne? Also auf die linke Seite der Kiste. Uah. Eichen. Holz. Ja, und dann machen wir daneben das Birkenholz. Ne, Birkenholzbretter. Kommen daneben. Daneben dann das Birkenholz. Ja, so kriegen wir die Truhen schon schön gefüllt. Was sind das jetzt? Birken, ne? Das sind Bretter, ne? Birkenholzbretter. Ja. So, ich guck mal, was wir sonst noch haben. Erde, Sand haben wir eine eigene Truhe. Sandstein, Kies. Okay, Zäune, dann machen wir unten noch eine Schienentruhe. Also eine Truhe mit Schienen. Holz. Truhe. Ja, daneben sind dann die Schienen drin. So. Ja. Gucken wir mal, dann könnten wir mal... Mach mal hier so eine Ramschtruhe, würde ich sie mal nennen. Also so... ja. Für Sattel und Eimer und Truhen und sowas. Kannst ja Sattel, Eimer, Truhe oder so nennen. Ja, doch. Sattel, Eimer, Truhe. Oder Sattel, Eimer, Truhe, Leiter. Leitern packen wir da auch rein. Das sind so alles so Sachen, die hat man mal irgendwo, weißt du? Leiter willst du auch da reinpacken? Ja. Ist ja dann nicht so viel, die ist eine Doppeltruhe für so Mist eigentlich nur. Aber naja. So, Satteln, Eimer packen wir da noch rein. Was habe ich noch gesagt? Truhen, ne? So. Ja. Gut, dann gucke ich mal weiter, was ich noch finde. Einen habe ich noch. Ach so, die müssen wir ja dann auch umbenennen, ich Idiot, ne? Wäre ach, habe ich sogar. Schlecht. Habe ich sogar. Ich muss nur die jetzt hier gerade noch abbauen. Hm? Soll ich nochmal Schilder machen? Müssen wir gucken. Ich habe nur einen. Ja, kann man ja jederzeit. Ich bin gerade am Überlegen, was war da jetzt drin? Zäune waren da drin. Zäune haben wir hier oben. Was haben wir hier? Lehm. Ja, wir haben bis jetzt eh nur Lehm, da können wir sowieso alles reinpacken. Glas haben wir. Ja, Pflanzenleder könnten wir zum Beispiel mal trennen. Leder nach oben oder Pflanzen? Huh, was mache ich denn? Ich würde sagen, wir lassen die Pflanzen oben. Ja. Aber so eine Truhe für ein bisschen Leder ist auch doof. Ne, die Pflanzentruhe würde ich vielleicht so lassen. Vielleicht später, die Truhe noch mit Samen und Weizen ändern, aber das können wir, glaube ich, so lange erstmal... Wobei ich Weizen und die Samen bei uns am Bauernpuff machen würde. Ja. Weil da brauchen wir das viel eher als hier. Ja. Ansonsten finde ich jetzt gerade eigentlich nichts, was wir noch trennen müssen. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, eine Goldtruhe, aber das ist ja auch erstmal Käse. Nö, ich würde es erstmal so lassen. Mach noch eine Truhe für Moossteine. Und dann haben wir ja erstmal alles verstaut. So, das sieht gut aus. Ach, du hast noch Schilder gemacht jetzt?
was. Ja, aber dann haben wir doch schon mal alles ziemlich cool sortiert und sogar ja. richtig schick hier unten. Das Auf gefällt jeden mir. Fall, das gefällt mir richtig gut. Ich finde es ja immer wieder geil, wenn so Ideen auf Anhieb funktionieren. Ja, man hat dann so eine Vorstellung im Kopf und wenn man das dann noch umgesetzt bekommt, das finde ich mal richtig klasse. So, jetzt mache ich mir noch eben ein paar Spitzhacken. Wie lange geht denn eigentlich die Aufnahme jetzt schon? Weißt Keine du das? Ahnung. Gar kein Zeitgefühl. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Bei meinen anderen Aufnahmen achte ich ja immer auf die Uhr wegen einem Countdown. Bring mal ein bisschen Kohle mit hoch, dass wir die mal nochmal füllen können. Ja, das hast du früh gesagt. Ja, okay, ich hol schon. Zu dem Zeitpunkt warst du noch nicht oben. So, Steine kamen hier unten rein. Die hab ich schon mal rausgeholt. Weißt du was, ich fülle jetzt mal so viel Kohle, wie wir haben, in die Truhen. Also ich lasse 2 64er in der Kohletruhe. Ja. Und den Rest fülle ich jetzt einfach mal hier rein. Aber hier müssen wir auch noch irgendwas machen, das gefällt mir noch nicht. Ja, da müssen wir auf jeden die Fall Decke, auch noch. Die Decke, da ist mal helles Holz und dunkel. Hier ist Sandstein, dann haben wir Sand. Umso schöner sieht's dann unten aus. Das stimmt. Aber da hast du recht, also da müssen wir uns noch was überlegen. Aber das ist ja hier erstmal sowieso nur so provisorisch einfach eingerichtet, damit man das hier erblicken kann. Und das sieht schon nicht im Bericht. Also das sieht echt geil aus. Das ist... Ja. Ja. Das hat was. Und das dann hinterher über mehrere Stockwerke runter. Hat was dann, ne? Ich würde sogar dann im untersten Stockwerk oder so Bibliothek ähnlich was machen. Ja. Müssen wir uns überlegen, wie viel Stockwerk wir wirklich damit machen wollen, ne? Ja, so viele wie wir brauchen. Also das kann man jetzt erstmal so lassen. Und wenn wir merken, wir haben wieder Truhenprobleme, weil wir so viele Steine abbauen, warum auch immer, dann baut man eben wieder eine Etage dran mit noch 3 Pflastersteintruhen oder so. Aber das ist jetzt ja immer Doppeltruhen, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Aber jetzt haben wir auch nicht das Bötchen gebaut, ne? Areal. Was haben wir nicht gebaut? Bötchen, was wir bauen wollten. Wir wollten ein Bötchen bauen? Ja. Aha. Dieses, okay. So ein Hausboot. Ach so, ja, das können wir ja dann noch machen. Das war jetzt halt mal wieder eine Aufnahme mit weniger Bauen, sondern ein bisschen mehr wieder sammeln und dann in den nächsten Folgen werden wieder ein bisschen mehr bauen. Würde ich sagen, oder? Ja. Zäune haben wir jetzt genug, dann wird das Bootshaus bestimmt auch richtig cool aussehen, wenn wir dann so Stege bauen, dass es aussieht, als wenn das so gegen die Flut geschützt ist. Ja. Das kann man ja vielleicht auch so leicht übers Wasser bauen. Wollte ich gerade sagen. Dass das dann schon Wasser. So ein bisschen wellenmäßig dann aussieht, oder? Vielleicht auch ein bisschen mit Strömung arbeiten. Mhm. Dass das so aussieht, als wenn das Wasser dann so noch ebbemäßig zurückströmt oder so. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Aber das sehen wir dann. Oh, ja, ich würde sagen, die Aufnahme reicht jetzt soweit, oder? Ja. Ja. Haben wir wieder ein paar Folgen. Ja. Alles klar, liebe War echt Leute. Wieder eine schöne Folge, also ja, wir haben viel geschafft. Ja, und auch diesmal nur einmal mal was gehabt, ne? Ja, du bist einmal, ich bin einmal, aber es wird besser und ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt auch... Das wäre schön. Ja. Ja. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns... in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahme wohl eher. Und ja, das Haus lässt sich langsam sehen oder kann sich langsam sehen lassen. Mir persönlich, ne, wenn ich jetzt hier gerade mal diesen Obergarten hier angucke oder diesen diese Terrasse. Mhm. Ich hoffe doch wirklich, dass wir dieses Nadelholz später noch finden. Das wäre so und dann hier schön. Oben drauf die Terrasse aus Nadelholz. Das wäre so schön. Ich finde das Holz richtig klasse. So richtig schön dunkel. Fällt mir richtig gut. Also das sieht schon geil aus, aber wir haben auch hier schon wieder Verbesserungsideen. Ja. Mal gucken, was wir noch so alles dazu bauen, liebe Leute. Und was da noch alles dazu kommt, das seht ihr in den nächsten Folgen und Aufnahmen bei uns. Ja, mittlerweile wisst ihr ja, wann die Folgen immer kommen. Genau. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Alles klar. Tschüss. Tschüss.